Du erzählst die Geschichten und du verwirklichst die Welt, was eigentlich nicht existiert, wenn wir sprechen über Spielfilm. Hi, ich bin Alexandra, ich bin 32 Jahre alt. Ich bin ursprünglich aus St. Petersburg, Russland und habe dort 27 Jahre gelebt. Ich bin nach Deutschland gekommen, um meine Träume zu verwirklichen und mein Wunsch war, Kamerafrau zu sein. Und hier habe ich das geschafft. Seit 2019 arbeitet Alexandra Medjanikova als freie Kamerafrau in Berlin. Hier testet sie in einem Filmverleih spezielle Filter für ein Musikvideo. Danke. Ich brauche noch eine große Tasche für die Kamera. Was mir total fasziniert in meinem Beruf, das kann man richtig Fantasie in der Welt zu bringen. Und das ist, ich glaube, das Tollste, was kann man machen. Alexandra hat an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf studiert. Da hatte sie bereits ein Kameradiplom aus Russland in der Tasche. Aber es war schwer, dort im Beruf Fuß zu fassen. In Russland ist die Filmbranche sehr eng und es gibt keine Plätze für junge Leute. Und dann war ich zufällig bei dem Praktikum in Hamburg als Kameraassistentin und auch als Kamerafrau für 3 Monate und habe verstanden, okay, man kann mit meinem Beruf Geld zu verdienen, man kann gut leben und man kann das Leben genießen. Um nach Deutschland zu kommen, musste ich nochmal studieren, weil ich keine Kontakte hier hatte und auch keine anderen Gründe, um hier zu kommen. Eine große Herausforderung war die Sprache. Gleich im ersten Semester musste sie C1-Niveau erreichen. Und das war Horror, weil ich musste Uni besuchen, also 5-mal pro Woche, alles auf Deutsch und danach 3 Stunden 4-mal pro Woche noch Deutschunterricht. Und ich war komplett ohne Privatleben, würde ich so sagen. Aber ich habe das geschafft. Und für mich, wie gesagt, das war ein großer Traum. Und ich bin froh, dass es passiert hat, dass es alles vorbei ist. Berlin ist natürlich eine multikulturelle Stadt. Und hier kann man ohne Deutsch ganz einfach leben. Aber das geht nicht, wenn du im Team arbeitest. Und Film ist es ein Teamsport. Und natürlich, die Sprache öffnet sich die Türen. Gleichzeitig hilft ihr auch ihre Muttersprache, Russisch. Die Leute hier, die beherrschen diese Sprache nicht so oft. Deswegen bin ich auch oft gefragt wegen meiner Sprache. Das ist ein super Vorteil. Ich versuche für mich immer neue Aufgaben beim Film zu finden. Weil natürlich unsere Arbeit als Kameraleute ist nur dann interessant, wenn du nicht immer Gleiche machst. Alexandra hat bei internationalen Projekten mitgemacht, hat in Sibirien gedreht und in Schweden. Dort spielt auch ihr Bachelor-Abschlussfilm Roa über ein junges Mädchen auf seiner ersten Elchjagd. Roa wurde mit dem Deutschen Kurzfilmpreis ausgezeichnet und war für Alexandra ein guter Einstieg in die Karriere. Als freiberufliche Kamerafrau muss man verstehen, dass der Weg nicht so einfach ist. Und vor allem ist es auch ein schwieriger Job. Auch körperlich und auch psychologisch. Als junge Kamerafrau habe ich auch erlebt, wenn ich gehe zu Team und alle sind große Männer und die gucken auf mich und fragen mich, ob ich Kamera tragen kann. Und das ist, es klingt als Klischee, aber das passiert wirklich. Leider ziemlich oft. Um richtig reinzukommen, muss man immer bereit sein, unterschiedliche Projekte zu machen und richtig ein gutes Netzwerk zu machen. Also Vitamin B im Filmbereich ist sehr wichtig. Alexandra ist mittlerweile in Deutschland angekommen, aber ich verstehe Roma einfach nicht. Es ist furchtbar zu sagen, aber es gibt auch auf jeden Fall unterschiedliche Humor in Deutschland und in Russland und hier ist es besonders anders und dadurch, ich verstehe einfach diese Kleinigkeiten nicht. Das tut mir auch schwer und ich finde es schade. Ich arbeite dran. Mein Erfolgsrezept ist folgendes. Man muss keine Angst haben und positiv sein und den Weg finden. Ohne Motivation wird es nichts klappen. Und deswegen muss man richtig klar verstehen, was ist nötig, was ist gewünscht und dann einfach zu diesem Traum gehen.